Wir sind zurück mit guten Neuigkeiten. Wir haben das Rätsels Lösung sozusagen. Da. Der Code ist 8219. Und ich hoffe, dass das jetzt irgendwie. Ja. 8219. Was ist jetzt das? Ich bin Peter Young und gehöre dem Orden der Traumhüter. Das ist das Symbol unseres Ordens. Es besteht seit Anbeginn der Zeit. Wir sind schon immer da gewesen. No shit. Tja, wir sind schon immer da gewesen. Was denn? Ist hier auch ein So bisschen mit viel Geschichte. Text. Bisschen mit Geschichte hier. Wir suchen Menschen, die dieses Symbol an ihrem Körper tragen, um sie in den Orden aufzunehmen. Ich sagte, es ist gar nicht seine Tochter. Egal. Nach der Ist sie auch Aufnahme nicht. geben wir unser Wissen an das neue Mitglied weiter. Das Aufnahmeritual wird erst durchgeführt, wenn die entsprechende Person die Volljährigkeit erreicht hat. Ich sitze mal auf deinen Fusseln hier. Ein Traum ist etwas Zerbrechliches. Während des Traums tritt die Seele in diese dünne Welt ein, während sie aber gleichzeitig im Körper verweilt. Die Traumwelt wird von den obersten Hütern regiert. Sie sind nicht wie Menschen, da sie über besondere Kräfte verfügen. Die gesamte Traumwelt ist von dieser Macht erfüllt. Während sich die Seele in der Traumwelt befindet, bezieht sie nur einen geringen Teil dieser Macht, so dass betreffende Person heiter und ausgeruht erwacht. Aber es gibt auch eine dunkle Seite in der Traumwelt, die Seite des Schreckens. Ein mächtiger Geist, der Sandmann, herrscht über sie. Früher gehörte er zu den obersten Hütern, aber heute verbreitet er nur noch Angst und Hass. Er sucht die Menschen mit bösen Träumen heim und zerreißt ihre Bande mit der Traumwelt, wodurch sie ihre Lebenskraft verlieren. Unser Ziel ist es, uns dem Sandmann zu widersetzen. In der Vergangenheit konnten wir das einfach, indem wir Menschen von ihren Albträumen und ihrer Schlaflosigkeit befreien. Hüter des Lichts irgendwie, ne? Aber die Leute haben damit aufgehört, ihre Träume zu schützen. Sie vertrauen nicht mehr auf die alten Legenden und Amulette. Aus ihrem Misstrauen hat der Sandmann unglaubliche Macht bezogen. Wir können ihn nicht länger zurückhalten. Nur da war es Pitch, der schwarze Mann. Genau. Eine Legende besagt, dass einmal in mehreren hundert Jahren ein Mensch geboren wird, which is Little Laura, der sich dem Sandmann widersetzen kann. Nur er oder sie kann die obersten Hüter sehen. Ich wusste schon lange, dass Laura eine von uns ist. Aber neulich hat sie mir etwas erzählt, das mich zugleich mit Stolz und Freude erfüllte, aber auch um ihre Sicherheit fürchten ließ. Sie erzählte mir von einem Wesen, das sie Benny nennt. Sie beschrieb ihn mir und ich bin sicher, dass dieser Benny einer der obersten Hüter ist. Oh mein Gott! Niemand aus der Welt der Sterblichen kann die obersten Hüter sehen. Daher muss Laura die Auserwählte sein. Alter! Meine Tochter, und dann haben wir hier jetzt erstmal einen Brief. Liebe Laura, ich habe nicht viel Zeit, also präge dir bitte alles in diesem Brief gut ein. Du bist kein außergewöhnliches Mädchen. Zufällig habe ich die große Ehre, dein Vater zu sein. Zufällig. Deine Geburt wurde seit über 500 Jahren erwartet. Das ist ja lang. Woher weißt du das denn? Wenn du 21 Jahre alt bist, kannst du dir vom obersten Hüter, den du Benny nennst, die Macht übertragen lassen. Du darfst mindestens eine Woche lang nichts essen. What? Wenn dein Körper von allen weltlichen Dingen gereinigt ist, wirst du einschlafen. Dann erscheint dir der oberste Hüter, der dich in deinem Traum besucht. Benny! Du wirst ihn sofort erkennen. Sag einfach seinen Namen, den Namen, den er nannte, als er das erste Mal zu dir kam, und du wirst mächtiger als alle Menschen auf Erden. So besagt es die Legende. Setze diese Macht zum Wohl der Menschen ein. Ich liebe dich und bin stolz, dich zur Tochter zu haben. Benny! Sie sieht ja aber Benny schon. Vielleicht hat sie es vorher gemacht, als der Papa gestorben ist und sie deswegen nichts gegessen hat. Eine Batterie. Meine Tochter ist diejenige, auf deren Kommen mein Orden gewartet hat. Natürlich. Seit hunderten von Jahren her, ich bete, dass ich noch lebe, wenn sie erwachsen ist, damit ich die Aufnahme durchführen kann. Zu spät! Was ist das hier? 5.3.2003, lauter Gerümpelpümpel. Komische Sachen. Kann ich. Da unten? Nee, da gehst du nur zurück. Ich weiß nicht. Schließen. Fertig. Machen. Ja, schließen. Ach, guck mal da. Batterie. Batterie, da einsetzen. Genau. Zumachen. Deckel zu. Einstecken. Mitnehmen. Zum Boot. Da reingehen. Haben wir nicht erwähnt, dass wir jetzt in der letzten Folge sind? Ja, wir sind in der letzten Folge, ist klar. Dip, dip. Und es geht ab. Okay. Ah, wir müssen da irgendwas drauf tun auf das. Jo. Pöppel. Und weiter geht's. Nochmal bitte. Mit der. Mit der. Jo. Genau das brauche ich. Plopp. Sollen wir mal den Hai. Ah! Oh, Der ist ja und Laura witzig. schläft wieder gut. Ich Ja, will voll witzig. Oder ist voll. Können wir den noch nähen?
Was ist da? Das ist das Maul. Oh, nein, das wollte ich doch gar nicht. Was können wir jetzt... Da können wir gar nichts machen. Was haben wir denn noch? Eine Lupe. Nee, ich glaube, du musst mit Laura reden oder so. Das arme Kind schläft. Ich will sie nicht stören. Todmüde. Was ist denn hier? Ah. Mach mal auf, da. Aha, aha. Da, so macht man den also ganz... Knopf dran, Zähne dran, Flosse dran. Gut. Das heißt, wir suchen einen Knopf, Zähne und eine Flosse. Na, bravo. Guck mal hier. Das ist Knopf, Zähne. Nase. Nein, die sehen anders aus. Diese gruselige Puppe hier. Man hat es auf der Seite auch gesehen, wie das... Guck mal, das muss so ein... Weiter. Schon beim Teddy oder so. Was ist hier? Papa und Benny die Katze. Was für eine glückliche Familie. Sie kann doch noch fantastisch malen. Oh. Wieso kann ich dieses Bild anklicken? Moment. Nö, okay. Das kann ich noch angucken. Da, Zähne. Mein Freund Benny. So heißt er also. Ach ja, das ist ja theoretisch noch gar nicht. Gruselig, der Sandmann. Laura hat seit ihrer Kindheit von ihm gewasst. Ah ja. Licht an. Jetzt können wir hier auch gucken. Schublade auf. Ja, da ist die Flosse. Den Schlüssel nehmen wir auch mit. Und die Seite. Oh. Hallo, mein lieber Tim. Wie du immer stürzt. Es gehört doch aber dazu zu dem Spiel. Ich weiß, wenn ich mehr weiterkomme. Hallo, mein lieber Tim. Ich vermisse dich sehr. Immerhin ist es schon fast 2 Jahre her, mein lieber Tim, dass wir uns gesehen haben und du schreibst mir nur selten. Vor kurzem musste ich daran denken, wie wir auf unserem See Schlittschuh liefen und in den Bootsschuppen einbrachen, um uns aufzuwärmen. Aha. Das hattest du durch Betätigen einiger Knöpfe bewerkstelligt. Ich träume ziemlich oft davon. Neulich hatte ich einen Traum, in dem wir so etwas wie Feen waren, die in einem Feenwald leben. Und nichts weiter tun, als zwischen Blumen und großen Pilzen umherzufliegen und sich zu vergnügen. Mhm. Die hat ja reiche Traumwelt, du. Mein zottliger Freund Benny war auch dort. Ich hatte dir schon mal von ihm geschrieben. Der Eingang zum Feenwald befand sich hinter einer kleinen Tür, die niemand sehen kann. Vor der Tür stehen wir übrigens gerade. Ich weiß. Man kann sie nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen. Mhm. Du wirst mir das vielleicht nicht glauben, aber als ich erwachte, hielt ich den Schlüssel zu der Tür in meiner Hand. Oh, mhm. Ich wünschte, du wärst hier. Entschuldigung. Es sind Kinder. Ja, ja. Ich würde ihn dir zeigen. Wir würden die Tür suchen und uns im Feenwald niederlassen. Wie geht es dir? Trägst du immer noch deine Brille? Tschüss, Laura. Trägst du immer noch deine Brille? Fragen Sie was, Kinder? Die sind keine Kinder mehr. Die sind da jetzt bestimmt schon 14 oder 15 oder sowas. Kennst du, weißt du, wohin der Brief geschrieben wurde? Nee. Das ist hier... Guck mal, die ist doch noch so klein. Das ist das Kinderzimmer. So, wir haben jetzt... Haben wir alles schon für den Fisch? Ja. Fischen? Da... Hier ist das Auge. Ist egal, okay, Reihenfolge ist egal anscheinend. Und das lecken wir an und stecken es da. Oh Gott. Ah, ein Stück vom Traumfänger war das. Und erledigt. Jo, und dann werden wir auch zurückbombardiert. Vor die Feentür. Zum. Oh. Kriegen wir wieder so ein Mini-Fitzelteil. Meine Güte. Dankeschön! Du hast mich gerettet! Können wir jetzt hier diese komische Krabbeltür? Haben wir da irgendwas für? Nein. Nee. Das ist so ähnlich. Der will Geld. Steht doch da. Da kommen wir her. Was ist denn hier? Das ist ja cool. Dieses Gemälde ist unvollendet. Wir brauchen wohl einen Stift. Hm. Kannst du in die Tür da unten gehen? Ich kann hier zurückgehen. Was ist denn hier? Oh! Wupp, wupp! Hä? Da rechts unten. Ach Gott, ja. Wir haben jetzt aber nicht schon Teile übersehen, oder? Nee, hier kann ich nicht hin. Das ist das Gemälde. Und was ist das? Ich habe so eine... Hm. Das ist alles das Gleiche. Ich geh nochmal hier zurück. Hier ist der Schmetterfalter.
Ja, aber kannst du jetzt nicht in den Feenwald rein? Ich habe ja den Schlüssel. Ist das der Schlüssel? Ah! Ach Gott. Drehen? Nö, hat schon gereicht. Hey Tim, you'll never catch me. I won't catch you. What a wonderful clearing. It's so sweet. I think I should improve this dream a little bit. I think I should. Tim, I'll help you now. Der schmeckt nicht. Blah. Oh Mann, böse Menschen fressen die Pflanzen. Was für eine blühende Fantasie. Hübschi. Okay, eins. Ich sehe noch zwei weitere. Da ist ein Glubschi. Unten links. Unten links ist ein Glubschi gewesen, den du jetzt nicht mitgenommen hast, weil er in diesem Bild war. Ach so. Ach da. Ach Gott. Da oben ist auch noch einer. Der ist hier klein. Okay. Da oben sind noch zwei. Oh Gott, so viele Glubschis. Ich sehe auch noch einen gerade. Oder? Nee. Das ist. Ja, das ist sie. Okay, einer fehlt noch. An dem Zimmer bestimmt woanders. Ja. Das ist vielleicht bei ihr. Was ist denn mit ihr? Scheinbar wurde Laura sie vergiftet. Vergiftet? Die Pflanze geht nicht. Das hier kann ich angucken. Solange Tim noch am Leben ist, na dann schön. Guck mal hier. Guck mal, Benny! Benny! Deswegen hilft er uns auch ständig. Das stimmt mit ihm nicht. Ich kann Benny nicht erreichen. Ah, guck mal, wir können noch weitergehen. Das erkenne ich doch. Oder zumindest könnte ich das erkennen. Lupschi. Lupschi. Glubschi. Ja, genick. Das von dem Clown, ne? Ist mir auch so. Eklig. Auf keinen Fall anfassen. Okay. Aber wir brauchen ein Gefäß. Ja. Was machen wir mit der Spinne? Können wir die vielleicht verbrennen? Nee. Welche wundervolle Geschöpfe. Die Eule will auch nischt. Was ist denn da mit der Eule? Ist doch so. Was sind hier? Spuren. Hatschi! Was hast du da jetzt? Jetzt Stock. Ein Stock. Ein Stock. Kann ich damit auf die Pflanze eindreschen? Das Ach, warte, damit komme ich an Benny ran. Oh ja. Oh. Nein, noch nicht. Ist falsch rum. Steht auf Kopf. Ich weiß schon. Alles klar. So, jetzt habe ich eine Zwille. Aber keine Ladung dafür. Keine Ladung, die hat bestimmt Benny. Oder du nimmst den Stein. Ich weiß es nicht. Kann ich eigentlich zurückgehen zum Clown? Nee, jetzt nicht, nee, ne? Glaube ich. Sie liegt hier. Halt! Was ist das für ein. Was für ein Liegeort oder so? Fürchterlicher, unheimlicher. Kann ich mit dem. Achso, den Stock habe ich jetzt. Wünschte ich wäre näher drin, dann könnte ich duschen. Das ist nur das Blatt zum Auskippen. Das ist nur die Spinne. Und wenn wir es doch mal probieren mit auf die Pflanze von Benny ziehen. Zielen, meine ich. Ich werde jetzt gerade mal diese Lupe nehmen und werde mal gucken, was ich mit der machen kann. Das interessiert mich nämlich schon sehr lange. Eine Sonne irgendwo reinbrennen oder so. Okay. Okay. Da sind wir noch nicht. Wir haben eine Steinschleuder. Wir brauchen Munition. Hier komme ich nicht. Versuch's doch mal so.
Nee. Nee. Aber was stimmt mit ihm nicht? Der hat auf jeden Fall den Behälter. Das ist das Behältnis. Ich kann ihn so nicht erreichen. Kann ich den Stock wieder mitnehmen? Nein. Und hier bei ihm geht das die Zwille auch nicht, ne? Nee. Na gut, aber die Folge ist eh vorbei. Oh, Mensch. Und dann rätseln wir einfach in der nächsten Folge weiter. In der letzten Folge? In der letzten nächsten Folge. Geht's hoch her. Ja.